Oberhalb des Bunkers hatten wir, glaube ich, einen. Och, Mann. Ja, verpatzt euch, Gegner. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Mir steht jetzt wahrscheinlich ein großer Kampf bevor. Oh, ja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Tief atmen, tief einatmen, tief ausatmen. Wirkt bei mir auch immer. Zum Glück möchten wir dich gar nicht leiden sehen. Das entspricht komplett nicht dem, was der Chat mir bis jetzt immer suggeriert hat. Der Chat will mich leiden sehen. Aber sowas von. Also kann ich das nicht ganz für bare Münze nehmen, was du da sagst. Tief durchatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Okay, haben wir gemacht. Trotzdem ist mein Charakter gleich wieder außer Atem. Na gut, ich pace ja auch hier die ganze Zeit über die Insel, ne? Was soll man von dem armen Menschen auch erwarten? Huff, ho, das war jetzt aber mit Nachdruck nochmal. Huh, jetzt aber gut. Oh, da ist die Schublade. Boah, ich sehe gleich gar nichts mehr. Ich will doch nur eben nochmal schnell zum Camp, dass wir da schlafen können. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wo das ist. Vielleicht nochmal eben was trinken. Fokussiere einen Punkt am Horizont, sag der Welt, was du bist, und dann nimm noch einen Schluck aus deinem Flachmann. Okay. Ich baue hier mal eben eine Plane auf, weil es wird mir einfach nachts jetzt hier zu dunkel. Da pfeife ich drauf. Wir machen eben noch mal eine Plane hier hin, wenn sie passt. Wenn sie denn passt. Hallo, Plane. Plane. Da. Warum deckt das jetzt? So. Und das war so klar. Wir speichern mal eben ganz kurz ab. Ich nehme den Höhlenspeicherstand, weil wir den gleich sowieso benötigen. Und dann schlafe ich einfach mal eben. Ich weiß, dass neben mir eben gerade einer... Oh nein! Was ist denn jetzt los? Wir können hier nicht schlafen. Okay. Was wollt ihr denn? Spät haben wir es, 18.28 Uhr. Und ich habe Hunger. Ich habe doch gerade Katzenfutter gegessen. Was ist denn mit mir, dass ich schon wieder Hunger habe? Ach so, ja stimmt. Das ist vom Doc aus Deponia. Richtig, aus dessen Flachmann wir was genommen haben. Wir wollen zugegebenermaßen nicht immer nur dein Bestes. Das unterste Schublade bezog sich auf die Art, wie viele Leute auf YouTube kommen. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist dann ein großes Mimimi. Aber es ist dann eben halt logischerweise... Was heißt logisch? Das stimmt gar nicht logischerweise. Aber das war schon immer so... in den Kommentaren auf YouTube kannst du ja nicht sofort reagieren. Na, wie gesagt, jeder Livestreamer kann reagieren auf Live-Kommentare. Aber wenn dann im Nachhinein... Kommentare liest, die dich beleidigen oder der weiß, was da reinschreiben oder sowas. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also nochmal zu schlafen. Oh Mann, jetzt ist aber gut. Star Underpants, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und vielen Dank für dein Follow. Ja, aber das ist wirklich so, aber da bin ich... Das ist einfach auf YouTube schon gang und gäbe. Jetzt vergeht aber auch keine Zeit, ne? Das macht so wenig Sinn. Huh? Oh! Oh! Oh, ist sie nicht süß? Oh, danke schön. Ja, ich weiß. Ich sehe die bloß nicht. Das ist das Problem. Warte, lass mich mal eben... Habe ich mein Licht? Habe ich mein Feuerzeug? Dann sehe ich vielleicht ein bisschen was. Überhaupt nicht. Hallo. Ich versuche es nochmal. Vielleicht kann ich jetzt schlafen. Das finde ich ja süß, dass sie vorbeigekommen ist. Ah, nun lass mich schlafen. Ach, danke, wunderbar. Sehr, sehr schön. So, wir speichern noch einmal ab und dann renne ich zum Bunker. Und dann drückt die Daumen, dass das klappt.
So. Oh, nice. Guter Schuss. Das war wahrscheinlich auch der, der uns genervt hat. Okay, auf zum Bunker. Ich hoffe, dass der offen ist. Das wäre ganz bezaubernd. Es wäre nur einer mit wenigen Menschen. Da ist Virginia wieder. Ja, Gott sei Dank. Calvin rennt hier auch rum. Also um Calvin musst du dir auch keine Gedanken machen. Dem geht's auch gut. Der rennt hier einfach. Der kommt nur nicht schnell genug hinter uns her. Jetzt muss nur noch der Bunker auf sein. Da, 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 da. Das wäre fein. Ich würde mich freuen. Jo. Mhm. Ich hoffe, dass ich richtig liege und dass ich das so richtig gesehen habe. Das wäre wirklich schön. Und dann ist die Frage, was erwartet uns da, ne? Das Doofe ist, ich kann keine Bomben mehr basteln, weil ich die Batterien in der Höhle jetzt verbraucht habe. Aber wir haben Schrot. Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal gucken. Nachgeladen. Nachgeladen ist. Gut. Ja. Dann esse ich gleich nochmal eben was und trinke nochmal was. Und dann schauen wir mal. Offen ist. Mit ihren drei Beinen. Das stimmt nicht. Die ist nicht unbedingt. Also wir können mithalten mit ihr. Hatte ich auch eigentlich gedacht. So, hier wäre unser eigentliches Lager gewesen. Ne? Das heißt, ich trinke gleich hier nochmal was. Die Gräber sind wieder zu. Ja, die Gräber sind tatsächlich wieder zu. Oh, da schwimmt Entengrütze drauf. Lecker. Und dann esse ich nochmal eben was. Ich hau mir jetzt einmal das... Boah, das ist alles so trocken, ne? Genauso wie die Rahmen. Ne? Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen. So, jetzt geht es uns auch wieder gut. Ich nehme nochmal einmal Rüstung nach. Wir haben noch eine und dann haben wir aber auch immer noch die goldene Rüstung. Die werde ich, glaube ich, auch gleich brauchen. Wenn der Bunker offen ist. So, mal gucken. Ist das jetzt unser letzter Speicherstand? Huh. Oh, Schildkröte. Na, hallo. Da ist das Wasser. Sie kommt hinterher. Ahnt sie was? Und sie hat den GPS-Sender noch. Sie kommt jetzt tatsächlich mit, ne? Donnerwetter. Ja gut, sie geht ja sowieso auf Zehenspitzen. Ich war gerade sehr, sehr angetan davon, wie sie auf diesen Schuhen so laufen kann. Auch immer lustig in Spielen, wenn dann so weibliche Protagonisten hochhackige Schuhe angezogen bekommen und dann kämpfen, laufen und keine Ahnung was klettern können. Ich bin gewillt, vielleicht nochmal eben hier die Docks abzulaufen, ob wir vielleicht nochmal eben, ja, vielleicht noch Dinge finden. Batterien wären schön. Ich bräuchte echt Batterien. Gucken wir da nochmal eben. Oh, gute Besserung, Nosferatu. Gute Besserung. Pass gut auf dich auf. Puh. Bin gespannt. Uhr. Können wir uns trotzdem nochmal eben reinziehen. C4, ja, nützt uns nicht. Ich kann auch keine Bomben mehr basteln. Also wenn ich jetzt hier nicht ein, zwei Batterien finde. Und da sind nämlich eben auch Haie drin, ne? Abgesehen davon, dass ich hier mit dem ganzen Seetank sowieso nicht gerne tauchen würde. Den habe ich dann nämlich dann springen sehen.
Hier und Druckerharz haben wir noch. Warte, so ein Mehl kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Molly können wir mitnehmen, Medizin brauchen wir nicht mehr. Wollen wir mal kurz gucken? Den Spaß gönne ich mir noch mal eben. Wahrscheinlich passiert jetzt nichts. Wieder so schön scharf im Herd. Genau, aber wenn zwei Tee trinken, das ist ein Buffet. Und Wärmflasche. Oh, Wärmflasche, ja. Oh. Ach komm. Komm, tu mir den Gefallen. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da draußen bist. Ich weiß es genau. Du bist da draußen. Und wartest nur darauf, dass die Möwen sich so langsam entspannen, nichts Böses ahnt, auf dem Meer, auf den Wellen herumdümpeln. Und dann kommst du von unten, schießt nach oben und holst dir deine Beute. So ein Spielverderber. Feldration. Warte, die Uhr können wir mal mitnehmen. Warte, das können wir auch mal eben trinken. Bringt noch ein bisschen Energie. Ah, wie wäre es mit einer Batterie oder sowas? Batterie wäre ganz bezaubernd. Druckerharz. Okay, das können wir jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Batterie. Okay, das wird wenigstens zur Not für die Taschenlampe was haben. Ich werde mir da jetzt keine Bombe draus basteln. Das wäre ein bisschen zu heikel. Ich weiß genau, dass der hier lang schwimmt. Ich habe es gesehen. Ich wette mit dir oder mit euch, wenn ich den kleinen Zeh hier reinhalten würde, wäre der sofort da. Ich höre die Musik schon. Ab ins Bett und dann Lissi weiterschauen, genau. Nur noch eine Stunde. Nein, du gehst jetzt ins Bett. Entspannt häkeln und Stream schauen, sehr schön. Ach Mann, ich wollte euch das so gerne zeigen. Auf der Karte, auf der regulären Karte ist nämlich zum Beispiel auch vermerkt, wo die Punkte der Haie sind. Aber ganz ehrlich, die stimmen nicht, weil der hier wird gar nicht angezeigt, der Punkt. Und hier sind definitiv welche. Aber heute anscheinend. Ich glaube, haben sie heute frei. Vielleicht gehen sie heute aus ins Kino oder sowas. Ach, schade. Na gut, ich zögere einfach nur jetzt Dinge heraus, ne? Dann auf zum Bunker. Und hoffentlich ist der auf. Wirklich, sonst komme ich nicht weiter. Und jetzt weiß ich echt nicht, wie es weitergeht. Es braucht hier als Waffe noch eine Harpune, damit die sich in den... nee, möchte ich selbst mit Harpune, würde ich mich nicht rächen wollen. Nein, danke. Die können im Wasser bleiben, ich bleibe an Land, alles gut. Amos, hi. Hier waren welche vor dem letzten Update. Da sind tatsächlich welche. Wir müssten wahrscheinlich nur, oder einer mindestens, wir müssten wahrscheinlich nur länger da stehen bleiben und dann würden wir ihn sehen. Na, wird der Bunker offen sein? Oh, bitte. Oh, bitte. Na, wird der Bunker offen sein? Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Ja! Ja! Und auch nein, ich weiß es nicht. Wir haben ihn tatsächlich geöffnet. Das heißt, die mit dabei gewesen sind in dem Stream, wo wir durch diese Level gegangen sind, die unterirdischen Level, und da diesen Kampf hatten mit diesem riesigen Mutanten und Mr. Pafton und dem anderen, der stand nämlich an dieser Tür und hat dagegen geklopft. Und wir haben die ihm an dem einen Sicherheitsraum am PC geöffnet.
Wir haben den Bunker geöffnet. Rein mit dir. Nein, ich will dich. Geh doch kurz ins Wasser, dann kommen die Haie bestimmt gleich in Scharen. Ja, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, jetzt gehen wir rein, ne? Gehen wir rein? Übergeredet, hol mir einen Teller Suppe, geh ins Bett. Sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten vielleicht tatsächlich die goldene Rüstung schon anziehen. Ich glaube, die brauchen wir hier. Aber ich gehe erstmal rein. Oh, komisch mit dem Licht, ne? Okay, das ist mir jetzt die Taschenlampe wert. Wir haben ja noch mal. Oh, jetzt hakelt's hier so ein bisschen. Wisst ihr was? Wir haben da so lange für gekämpft. Ich ziehe sie jetzt einfach an. Ich werde eine Mutantenrüstung verlieren, weil ich die jetzt anziehe. Ich ziehe sie aber jetzt an, weil wir so lange dafür gebraucht haben. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ist es richtig, die Goldrüstung anzuhaben? Ich habe keine Ahnung. Alles klar, viel Spaß im Lurk und gute Besserung. Na, gute Erholung. Ich versuche auch nicht zu sehr zu schreien. Ich kann es aber nicht versprechen. Warte mal, ich gieße mir noch ein bisschen Cola ein. Nicht die Goldrüstung anlegen. Okay, nicht? Okay, dann ziehe ich die Mutantenrüstung an. Wenn Ratus Mortal das sagt, dass ich die nicht anziehen soll, dann wechsle ich gleich wieder. Wirkt die auch nur bei Dämonen, die Goldrüstung? Ich weiß auch nicht, was uns hier erwartet, ey. Ich will's aber... Okay, ich zieh sie wieder an. Und leider ist ein Stück Rüstung weg. Es liegt hier auch nicht rum. Müssen wir jetzt mitleben. Ihr wollt schön einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Verrate ich später. Jetzt brauchst du richtigen Schutz. Jetzt habe ich Angst. Warte mal, ich mache mal eben die Karte hier oben weg. Ich sehe nämlich sonst auch gar nichts hier. Die Karte brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt soweit alles. Jetzt kriege ich Angst. Oh, es ruckelt hier gerade ganz extremst. Okay, hier kommen wir nicht rein. Oh, ich sehe nichts. Diese Lichtverhältnisse sind echt blöd gemacht. Warte, wenn ich richtige Rüstung brauche, kriege ich noch Mutantenrüstung nach oder sollte ich mir... Ach, ist egal, können wir auch dann immer noch machen, Knochenrüstung. Ich habe Angst. Warte, was? Ich mache mal den Tonleiser zwecks quietschender Protagonistin. Gutes Timing, es geht dem Ende entgegen. Warte mal. Dann atme ich vorher nochmal ganz tief durch. Trink noch einen Schluck Cola, das ist bestimmt gut. Koffein. Bereite mich mal eben vor, geistig. Jetzt habe ich Angst. Okay, oh, wenn ihr mir schon sagt, dass ich gleich kreische, ey, dann ist es ja schlimm. Aber ich muss nicht da rein, oder? Ich muss aber nicht ins Wasser, oder? Ich gehe erstmal hier rein. Ich höre nichts. Zucker passt immer besser als unterzuckert. Es ist
eine zuckerfreie Cola, die ich da trinke, in der Tat. Oh, man sollte Kohlensäure tunlichst vermeiden, wenn man reden muss. Ich will Batterien, bitte. Ich möchte bitte Batterien. Es ist mir gerade zu ruhig hier. Ich habe gerade echt ein bisschen Schweißhände. Das ist so eine Falle. Abgesehen davon, dass es noch nicht mal ein niedliches Häschen ist. Was soll der Herzpulli? Tief durchatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Nein, ich atme jetzt nicht. Hört auf damit. Ausatmen. Hört auf, mir zu sagen, dass ich gleich hysterisch werde. Eine Überzuckerung dauert halt länger als eine Unterzuckerung. Okay. Die Ruhe vor dem Sturm, ja. Ach ja, der Hase. Oh Mann, hört auf jetzt. Warte, jetzt reicht's. Jetzt nehme ich eine richtige Waffe in die Hand. Hört auf jetzt. Ich muss pinkeln. Sollte ich vorher nochmal pinkeln gehen? Oh, ich hasse das. Wenn ich weiß, dass ich mich gleich erschrecken werde und mich nicht erschrecken möchte. Der Hase ist gruselig. Du bist creepy. Das ist ein gruseliger Hase. Der sieht gruselig aus. Das ist nicht witzig. Ich habe echt gerade spitze Hände. Ich höre was. Noch sitzt da der Hase. Hä, ich komme nicht durch die Tür. Alter, wenn ich mir gleich in die Hose mache, nee, das seid ihr schuld. Oh, Ende Gelände. Oh, vielleicht fällt er dir den Rücken. Ja, ich glaube auch. Ach du Scheiße. Kann ich die Tür hinter mir zu machen? Was soll ich, wo soll ich denn jetzt zuerst hin? Links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir erst dahin. Warum sieht der Boden? Der Boden sieht komisch aus. Ich mag das nicht. Wir gucken erst hier. Ach, guck mal, hier geht's eh nicht weiter. Das ist ja ein Ding. Warum ist das so ruhig hier? Wird zum Hasen aus der Ritter. Ja. Was war das, der Jabberwocky? Ach, guck mal. Das ist einerseits eine Spiegelung, andererseits, das ist eine Ballettstange, ne? Sehr gruselig aus. Aha. Ist das Virginias Zimmer?
Könnt ihr speichern? Ich mach das einfach mal. Ja, pass auf. Nee, ich nehme einen zweiten Spielstand. Weil ich nicht weiß, was uns erwarten wird. Ich würde die gern kaputt machen, die Scheibe. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn dahinter was wäre. Aber keine Ahnung. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Weil hier ist ja Ende Gelände. Ab ins Wasser? Was? Was, M? Hört auf jetzt! What? In welches Wasser? Ich kann doch hier weitergehen. Ich gehe doch jetzt nicht zurück in dieses Wasser. Was heißt hier M? Das ist ein Radio, was ich jetzt gerade. Warum höre ich jetzt gerade ein Radio? Lag da nichts auf dem Schreibtisch? Nee, da lag nichts auf dem Schreibtisch. Ich höre nur plötzlich ein Radio auf der Seite. Da lag nichts auf dem Schreibtisch. Lag da was auf dem Schreibtisch? Nein. Da liegt nichts auf dem Schreibtisch. Oder verwechsel ich das gerade? Das weiß ich nicht. Da liegt nichts auf dem Schreibtisch. Huch, jetzt habe ich den Stuhl noch beiseite gedüxt. Da ist ein Textmarker. Hier so ein Mini. Wie heißen die kleinen PCs hier noch? Ansonsten ist hier nichts. Und der Spiegel ist komisch. Sorry, nee, alles gut. Alles gut. Es irritiert mich nur, wenn dann da so M und ich denke mir, was heißt hier M? Ist keine andere Rezeption? Ist das überhaupt eine Rezeption? Wie kommt man denn? Achso, da, hier hinter kommt man rein. Es scheint eine Rezeption. Naja, nicht so wirklich. Und waren hier mal Pflanzen drin? Ach, herrje, die Bilder. Okay. Da haben wir so einen Kubus. Patrick M. Knight, Holographic World. Da ist dieses Metall, was wir in den Höhlen gefunden haben. Da ist auch so ein Kubus. Da fliegt. Warte mal, kommt der da aus der Erde raus? Da fliegt der ab und da steigt er in den Weltraum hoch oder sowas? Mann, ich hänge hier in irgendwas fest. Und dann landet er woanders? Also der bewegt sich irgendwie von Planet zu Planet oder was heißt das? Ich bin kurz AFK, bevor ich mich wieder ganz doll erschrecke. Du packst doch schon Lieblingsliste. Ja, okay. Danke. Lasst mich bloß alleine. Da landet er dann anscheinend wieder, der Kubus. Das ist wieder das gleiche Bild. Okay, da sollen wir rein. The Holographic Tree. Sollen wir da rein oder geht's hier weiter? Nö, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir sollen da rein. Ich bin noch bei dir und sorge für ein schönes Begräbnis.
So oder so ähnlich. Joi, mach das nicht mit mir, wirklich nicht. Wie gemein kann man sein? Chat sagt so, jo. Was war das? Errungenschaft! Fashionista! Was haben wir da eingesammelt? Ein Schlafanzug! Sollten wir, was immer da auch kommt, einen Schlafanzug bekämpfen? Nee, das kann ich auch anziehen. Ich habe ihn gerade angezogen. Ich habe den Schlafanzug an. Ich habe einen Schlafanzug gefunden. Okay, Spiegel bitte. Ich habe keinen Spiegel. Es gibt hier keinen Spiegel. Und ich glaube, der Charakter spiegelt sich auch nicht. Kann man, muss man aber nicht. Meinst du, wir sollen aussehen, wir sollen ein bisschen männlicher aussehen? Ich finde aber einen Schlafanzug eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier, dann sehen wir, kommen wir, ziehen wir Lederjacke an. Das ist cooler, oder? Ich weiß gar nicht, hat hier irgendwas mehr Verteidigung? Taktische Jacke? Nö. Taxido, wir können auch den Taxido anziehen. Winterjacke. Kapuzenpullover. Ich finde, der Schlafanzug ist gar nicht so verkehrt. Und wenn der sowieso nicht viel von der Dings ausmacht, das ist ja mal ein Wahnsinnsteil hier, oder? Oh, was für ein... Oh mein Gott, ist das gut. Guck dir das mal an, wie realistisch das aussieht. Das ist, sieht so aus wie, du gehst beim Saturn rein und dann sind da die wahnsinnig tollen, teuren Fernseher, die so ganz toll auf HD eingestellt sind. Guck dir das mal an, ist das nicht genial? Das sieht so gut aus. Wenn du auf rosa stehst, ich stehe ja nicht auf rosa. Das ist nicht meine Farbe. Steht mir auch nicht, also rosa steht mir wirklich nicht. Aber guck mal, wie gut das aussieht. Also selbst im Spiel sieht das gut aus. Das sieht realistisch aus. Das sieht wohl gut aus. Na gut, man sollte nicht so dicht rangehen. So, was haben wir hier? Warte mal. Dreh um! A terrifying true story of survival in the wilderness rescued Eric LeBlanc. Written by TV Survival Expert... warte mal, das kann gar nicht angehen. Ha! Logikfehler! Ist das nicht der Charakter aus dem ersten Teil? Fuchsrabe, einen wunderschönen... Alles klar, viel Spaß im Lurk. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Aber ist das nicht der... Ist das nicht... Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ah, nee, warte mal, das ist unser Charakter aus The Forest. Eric LeBlanc war der Vater, ne? Ich glaube... Und das andere war ja Timmy, stimmt. Wir haben den kleinen Timmy gesucht. Das ist der Papa. Das sind sogar, also hier unten die drei kleinen Bilder. Ich kann jetzt leider nicht, ich kann das Buch nicht dicht daran holen. Ich kann es auch leider nicht nochmal umdrehen. Ich würde es ganz gerne von hinten einmal lesen. Also den hinten, den Dings, den Text. Aber das ist tatsächlich, das müsste der Vater sein. Also um das kurz zu erklären... The Forest, ich habe das Ende gehabt, wo wir uns dagegen entschieden haben, Timmy wiederzuholen. Never ever ever. Was ist das? Ach, das ist eine umgekippte Vase. Was ist mit den, mit den Dingern hier? Das ist doch schon wieder suspekt.
Das ist hübsch hier. Also bis auf die Umstände natürlich ist es sehr hübsch hier. Da sitzt schon wieder so ein Hase. Der ist voll gruselig, Hase. Oh mein Gott, wir kriegen... Also 9 mm Kohle. Flintenlaufgeschosse sind doof. Ich will Schrot haben. C4? Echt jetzt? Das nützt mir nichts, wenn ich keine Batterien habe. Gib mir Batterien. Ich brauche Batterien. Wenn ich mit C4 arbeiten soll, dann brauche ich Batterien, verdammt nochmal. Auch ein Vorhang. Ich muss pinkeln. Das sieht auch cool aus. Das sieht aber nicht so realistisch aus wie das da drüben. Eine lange Theke in dem Raum. So, und hier hast du von mir die offizielle Erlaubnis, Safe-Scamming zu betreiben. Das heißt, ich kann jetzt wieder rausgehen, das war's? Was genau wäre denn Safe-Scamming? Ich speichere einfach mal ab, ne? Das ist eine gute Idee. Wenn ich hier noch abspeichern kann, dann speichere ich das mal einmal hier ab. Ich schmeiße hier eine Plane hin, in dem schicken Raum. Tietzwerg, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ich speichere einfach mal ab. Ich würde fast sagen, ich gehe nochmal ganz kurz austreten. Ich klaue die Batterien aus dem Radio. Ja, die sind unendlich, aber ich kann die leider nicht rausnehmen. Das kann man auch falsch verstehen, wenn eine Frau so nach Batterien fragt und sucht. Was für meine Taschenlampe? Speichern, neu laden, wiederholen. Oh mein Gott, jetzt kriege ich Angst. Jetzt gehe ich erst recht auf Klo. Okay, Moment. Jetzt gehe ich erst recht auf Klo. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt habt ihr es geschafft. Ich gehe auf Toilette. Bis gleich. Oh, 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 das schaut groß aus.